Ich bin aufgewachsen in Dürne, wo ich auch geboren bin. Und Dürne ist ein kleines katholisches Dorf im Süden von Holland, in der Nähe von Eindhoven. Ich habe meine Jugend hier verbracht. Ich bin ein Kind der 80er Jahre und war viel in der Jugendclub hier im Kastel. Aber ich träumte immer über Wegfahren und die Welt entdecken. Das hat mir nach Amsterdam gebracht, wo ich jetzt noch immer wohne. Aber vorher auch schon nach Paris und Berlin, wo ich gelebt habe. Man sagt eigentlich, dass die Zeit, die kann man nicht wiedererleben. Aber man kann mit der Erinnerung an die Orte doch zurückgehen, auf die Plätze, wo Sachen stattgefunden haben. Das ist eigentlich die Basis von all meinen Arbeiten. Und ich fand es deswegen auch ganz interessant, um wieder eingeladen zu werden von Museum de Wiege in meinen Geburtsort, um da eine Ausstellung zu machen. Meine Mutter zeichnete sehr gerne und ich war immer total begeistert von Zeichnungen, aber hatte nie die Ahnung, dass man das einfach machen konnte als Erwachsene. Also mit Umwege bin ich dann am Ende doch an meine alte Liebe zurückgegangen. Ja, bin ich Künstler geworden. Also für das Museum de Wiege habe ich den Porzellanschrank von meinen Eltern geöffnet. Das war das spezielle Porzellan, aber da fehlten schon Stücke. Und ich finde es interessant, um Sachen, die so mit der Geschichte sich ändern, aber etwas erzählen über uns, über Leute, über eine Relation. Das ist immer wichtig für meine Arbeit. Die Gegenstände und die Sachen, die uns umgeben irgendwie, die wir sammeln während uns leben, die sind wie ein Schatten von unserer Persönlichkeit. Es sind die Sachen, die etwas über uns erzählen, das wir eigentlich selber nicht mehr sehen. Wir sind so verbunden damit. Also eine Tischdecke oder ein Topf oder ein leeres Raum oder nur ein Stück Boden. Man sieht das Papier und es sind alle Gegenstände. Es sind mehr die Objekte von einer bestimmten Zeit, die etwas sagen über die Relation zwischen zwei Menschen, zwischen meinen Eltern zum Beispiel oder für mich selbst, für meine heutige 50-jährige Arjan und der 18-jährige Arjan. Also die Gegenstände, die sagen etwas darüber. Von diesen Ausstellungen in meinem Geburtsort mit Gegenständen aus meiner Jugend, aus dem Haus meiner Eltern, kommt auch diese Ausstellung in Göppingen hervor, unter dem Titel First Person Singular. In First Person Singular habe ich mich mehr konzentriert auf die Innenräume. Also es gibt mehr Interieure, Sachen, wo man sich befinden kann, Stelle, wo man sich befinden kann und etwas erfahren kann. Een bandje heb ik zelf gekregen toen ik trouwde.